Ja, liebe Leute, ich wollte euch jetzt hier mal etwas Besonderes zeigen, beziehungsweise eine besondere Eigenschaft des ME-Interfaces, also von Applied Energistics oder Applied Energistics 2 in diesem Fall. Und zwar, ja, dass man das Ding etwas besonders benutzt. Ich zeige euch mal, was ich meine. Ich habe hier ein Rezept drin für einen Sandstein. Dieser Sandstein wird hergestellt aus Enderperlen, Aluminium, Zucker, Apatit und Apatitohr und Amber und Honigtropfen. Hier ist natürlich ein Rezept völlig sinnfrei, aber dieses Rezept ist eben in diesem Encoded Pattern vom ME-System drin. Das Rezept sieht so aus, wie ich das hier dargestellt habe. Also hier einmal diesen Apatit und dann Ohr und dann eben Amber, Aluminium, Enderperlen, Zucker und Honeydrop. In dieser Konfiguration ist das hier eingebaut. Wenn man drüber geht, ist die Reihenfolge leider etwas anders als in der, welchen Effekt wir jetzt gleich nutzen. Also, das hier ist also das Pattern und wenn ich jetzt das ME-System auffordere hier, mal gucken, das ME-System auffordere, hier so einen Sandstein zu machen, mache ich vorher das System frei. Eben hier ist noch von vorher was drin, da kommen wir gleich noch zu. Wenn ich also dieses Sandstein-Ding kräften will und das ME-System von der kräftigen Situation freigemacht habe, dann sagt es mir, jawohl, ich kann ein so ein Ding kräften, hat ja alle Items für, hier unten ist auch alles sauber, mache ich einmal Start und dann schauen wir uns mal, was in der Truhe ankommt. In der Truhe kommen die Items an, die ankommen sollen, allerdings in einer Reihenfolge hier, wie sie entsteht, wenn man dieses Rezept hier zeilenweise einliest. Also die erste Zeile, die zweite Zeile und dann die dritte Zeile, wie ihr hier seht, die erste Zeile, die zweite Zeile und dann die dritte Zeile. Die beiden sind noch frei, weil die sind ja hier unten auch frei. Ja, was nützt uns das? Kann ich euch zeigen. Und zwar folgendermaßen zeige ich euch das. Ich mache jetzt erstmal hier die ganze Truhe hier komplett voll mit Sandstein. Bis auf den ersten Slot. Ja, komm her. Den ersten Slot lasse ich frei. Werdet ihr gleich sehen, warum. Jetzt machen wir hier nochmal unseren Sandstein. Allerdings müssen wir vorher den alten Prozess Sandstein abbrechen, denn den hat er ja nicht wirklich herstellen können. Das geht ja nicht mit so einem seltsamen Rezept. So, also jetzt bestellen wir hier nochmal unseren Sandstein, aber wir stellen diesmal zwei her und schauen an, was passiert. Das findet er auch alles gut. Start und jetzt schauen wir, was in der Kiste ankommt. In der Kiste kommt an, ein Apatit, korrekt. Wollen wir das mal hier wegtun. Ein Apatitohr, korrekt. Ein Amber, korrekt. Dauert dann vielleicht ein bisschen. Dann kommt hier Aluminium. Dieses dauert ein bisschen, ist sehr wichtig für das, was wir machen wollen. Ihr werdet euch gleich noch ein bisschen umgucken, was wir können. Jedenfalls mit diesem System können. Jemals macht er mit einer gewissen zeitlichen Reihenfolge und auch einem zeitlichen Abstand das Rezept hier nochmal und danach fängt er an, das zweite Rezept zu lesen. Also fängt er wieder mit dem Apatit an und dem Apatitohr. Dann kommt er zu dem Amber. Also wie gesagt, das alles immer in einem gewissen zeitlichen Abstand. Und das ist genau das, was wir brauchen für das, wofür wir das gleich einsetzen. Das zeige ich euch als Beispiel. Das dauert natürlich immer ein bisschen, aber das müssen wir eben ertragen, denn sonst funktioniert das, was wir gleich machen, nicht. So, also ihr habt das gesehen, das Rezept ist zweimal durchgelaufen. Hervorragend, so läuft das. Jetzt machen wir das Ganze mal unabhängig von diesem Interface, machen das Ganze mit diesem Interface. Dieses Interface hat ein anderes Rezept drin, nämlich das Rezept von Drop of Luck. Und zwar wird es hergestellt aus Netherwarzen, Tear of the Goodness, Mandrake Root, Refined Evil, Mutandis, Extremis, aber nicht in der Reihenfolge, sondern in einer anderen. Und das zeige ich euch jetzt. Mal gucken, ob ich hier Platz habe. Ich mache mal ein bisschen alles hier in das ME-System rein, was ich jetzt eh nicht brauche. Kann ja alles rein, ist ja gar kein Problem. Also wie gesagt, dieses Drop of Luck kann man nur herstellen,
wenn man die Items, die dafür das Rezept erforderlich sind, in der richtigen Reihenfolge in den Witches Cauldron packt. In der richtigen Reihenfolge. Wenn man in der falschen Reihenfolge das reinpackt, kann es sein, dass das Rezept total kaputt geht. Und da muss man diesen komischen Cauldron abreißen, wäre noch nicht ein Riesenaufwand, völlig sinnfrei. Also, das Erste, was das Ding braucht, ist dieser Mandrake Seeds, Mandrake Hoots. Das Zweite, was er braucht, ist eine Neserwarze. Das Dritte, was er braucht, ist, und wir haben es natürlich nicht mehr. So, nach einigem Hin und Her, der Restart hat wohl gerade ein paar World Anchor und ein paar Persal Anchor aus der Ruhe gebracht. Wie dem auch sei, das Rezept besteht jetzt also hier aus einem von diesen Mandrake Root, einem Netherwarz, einer von diesen Refined Evil Teilen, dann aus einer Tear of the Goodness und einem von diesen Mutandis Extremis. Das ist sozusagen das Rezept. In der Reihenfolge muss das hier unten in den Cauldron rein. Und damit das funktioniert, mache ich da gleich zwei Rezepte. Ich muss diesen Magneten abstellen. Wenn ich den nicht abgestellt habe, dann saugt es hier unten aus dieser Maschinenanlage hier unten das raus. Also wie gesagt, das geht da aus dem Interface hier unten in diese kleine Minikiste. Und von dieser kleinen Minikiste aus wird das dann in dieses, sagen wir, Subsystem ME reingesaugt über den Importbus. Und wird dann hier unten über die Formation Plan ausgegeben, hier unten an den Cauldron. Jo, das probieren wir jetzt mal aus, und zwar indem wir hier das Rezept mal einmal starten. Und wir immer mal vergewissern, dass hier auch kein Anwendungsstau steht, und siehe da, mal wegmachen. So, und jetzt werden wir hier mal das Crafting-Rezept und suchen hier. Drop of the Luck, das ist das, was rauskommt. Wenn das hier hinten unten in dem Cauldron fertig ist, dann wird es hier hinten über die Transfer-Node, wo ich nur einen Block habe, aber mit dem World Interaction Upgrade, rausgesaugt in die Truhe und dann von dort aus mit einem anderen Kabel rüber, damit man also möglichst wenig Transfer-Nodes verwenden kann oder muss, denn die sind ja irgendwie auch ein bisschen schwierig. So, also, wir machen jetzt hier zweimal dieses Rezept, stellen fest, jawohl, ja, keine Probleme, hier unten ist auch alles okay. Drücken wir auf Start und schauen uns das Ganze an aus einer gewissen Entfernung, damit auf jeden Fall gesichert ist, dass uns die Sachen nicht ins ME-System, ins Inventar kommen. Und wir schauen da unten mal einfach rein, in der Hoffnung, dass wir irgendwas sehen. Jetzt ist er grün unten am Basteln. Ich werde das ranzoomen. Das heißt, er kocht gerade dieses Rezept, und wenn es fertig ist, dann landet dieses fertige Rezept hier im ME-System. Mal gucken. Swaps. So, da haben wir jetzt schon ein paar drin. Zwei waren, glaube ich, drin oder so. Jetzt kommt das dritte, da kommt gleich das vierte dazu. Wenn mich nicht alles täuscht. Es dauert natürlich eine gewisse Zeit, aber man ist relativ sicher, dass das auch funktionsfähig ist. Also mal gucken, ob er hier unten am Braten ist. Ah, ist noch nicht so ganz so weit. Ich hoffe, dass das auch alles gut geht. Noch sehe ich nicht, dass er unten am Braten ist. Er hat noch die falschen Farben, da stimmt mal wieder irgendwas nicht. Da sind irgendwelche Items, die da rumfliegen. Seht ihr das? Diese Items, die dürfen da nicht rumfliegen. Da ist irgendwas schief gelaufen. Mal schauen, was schiefgelaufen ist. Das ist nicht drin. Das ist nicht drin. Die beiden sind manchmal ein bisschen schwierig, aber muss man halt auch durch, kann ich nicht ändern. Es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu versuchen, die da noch nachträglich reinzuwerfen. Das macht es aber nicht offenbar. Mal schauen, ja, das macht es nicht. Mal von Weitem mal versuchen. Hatte ich meinen Anker doch aus? Den hatte ich doch aus. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der schon wieder angegangen ist. Also das ist sowas von nervig. Also wie gesagt, passt auf, dass der Magnet aus ist. Und wir haben dann halt hier jetzt dieses Rezept gesehen. Ich habe jetzt keine Lust dazu, zum 20. Mal heute hintereinander. Es ist so viel. Dieses Video
dauert das Herstellen, nur das Video, nur das Drehen des Videos hat jetzt schon über eine Viertelstunde gedauert. Ach, länger. Zweieinviertel Stunde. Warum? Weil immer wieder irgendein kleines Detail nicht funktioniert hat und da muss man alles wieder neu aufbauen. Man muss teilweise die Dinge hier wieder abreißen, wieder neu hinstellen und dann kommen Server-Restarts und Server-Veränderungen. Dann kann man plötzlich nicht mehr auf das ME-System zugreifen. Na, jetzt geht es mittlerweile wieder. Also das ist also gut. Damit muss man eben leben. Das ist halt und gut. Trotzdem ist es eine gute Sache zu wissen, wie dieses Interface funktioniert und dass es eben Items in einer bestimmten Zeit nacheinander in einen einzelnen Slot bringt oder halt alternativ sozusagen ein Rezept hier in der obersten Zeile ablegt, auch wenn es hier sozusagen in Zeilen da ist. Wenn es also hier und die Darstellung der Teile, die hier für das Rezept benötigt werden, entspricht nicht der Auflistung, wie sie hier dann zu sehen ist. Jo, wenn ihr solche Videos mögt, dann solltet ihr das Video liken. Das ist sehr wichtig für mich. Dann kann ich nämlich sagen, okay, bringt was, bringt euch was. Wenn ihr das, aber den Kanal abonniert, würde das natürlich bedeuten, dass ihr also hin und wieder auch mal die anderen Sachen guckt und gut findet und diesen Kanal auch verfolgen wollt. Und immer wenn es was Neues gibt, werdet ihr natürlich dann informiert. Kostet ja nichts, ist einfach nur anklicken, gut ist. Ihr könnt natürlich auch gerne im Stream vorbeikommen. Diese Anlage, die hier entstanden ist, die ist ja quasi so in der Diskussionsrunde entstanden, in der Community, im Twitch-Stream. So nach dem Motto, lass uns mal darüber reden, wie kriegt man denn das hier ordentlich gebaut? Und dann waren verschiedene Chat-Teilnehmer, die da richtig engagiert und gute Ideen und ausgetauscht und nochmal neu gedacht. Und es hat auch lange gedauert, also mehrere Stunden hat das gestern gedauert, um dieses Ding so weit zu kriegen, dass es auch funktioniert. Also diese Kaudor-Geschichte. Also besten Dank erstmal an die Community natürlich, sowieso überhaupt an euch alle, weil 2 Millionen Views, hey, ich meine, ich bin kein super großer Kanal, aber 2 Millionen Views muss erstmal einer machen. Und da kann ich nur sagen, besten Dank dafür und ich mache es ja für euch und wir machen das eigentlich mehr und mehr zusammen, denn das Twitchen, das Streamen macht ja auch eine sehr, sehr dichte Kommunikation möglich, dass man sich ja wirklich austauschen kann. Kommt vorbei, twitch.tv/purjamidalist könnt ihr mitmachen und reden. Mitmachen hier auf dem Server könnt ihr da auch, wenn ihr wollt. Nicht in meiner Welt, also da kann man zwar auch, da gibt es in twitch.tv/purjamidalist, also in dem Stream gibt es da unter Ausrufezeichen mitmachen, entsprechende Informationen zu. Aber ansonsten ist meine Welt eigentlich eher so, sagen wir mal, etwas geschützt. Aber ich kann natürlich gerne, wenn ihr hier eine Welt hättet, kann ich da mal vorbeikommen oder so, das ist nicht wirklich das Problem. Ja, was brauchen wir noch? Auch noch wichtige Sachen noch. Hier unten drunter, unter diesem Video, da gibt es so verschiedene Links. Einer der ersten heißt Voten. Voten ist dann jetzt nicht für YouTube, das geht ja irgendwie nicht, sondern das Voten ist dazu gedacht, den Twitch-Stream zu voten, damit er bekannter wird und mehr von der interessierten Gesellschaft sich da als Community versammeln. Das wäre eine tolle Sache, wenn ihr da Unterstützung bieten würdet. Müsstet ihr, sagen wir mal, alle Tage oder alle ein, zwei Tage machen, weil diese Votes, die gehen aber nach 14 Tagen kaputt oder so. Und das heißt, man muss immer mal wieder voten, um eben diesen Vote-Level aufrechtzuerhalten. Und das ist eine, wie gesagt, relativ, scheint mir eine wichtige Sache zu sein, um eben auch ein gewissen Bekanntheitsgrad zu haben, sodass dann die Leute halt kommen. Ja, ansonsten, ja, kommt wie gesagt vorbei auf der Welt hier, kommt im Stream vorbei, schaut die Videos, baut und spielt mit Minecraft. Hier in dieser Anlage, da werden wir noch mehr Spaß haben. Das habt ihr ja sicherlich schon gesehen, hier hinten haben wir diesen Witches Ofen, der ist da jetzt auch noch dran. Und da müssen wir hier unten noch gucken, dass wir die Distillery und so da dran kriegen. Aber das wird alles noch kommen, noch als Tutorial, keine Frage. Jo, ansonsten, wir sehen uns in einem der nächsten Videos und ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern, warum der Kauton unten mal wieder was falsch gefuttert hat. Ob das vielleicht nur ein Lag war am Server oder ein Bug oder irgendwas, man weiß es ja nicht. Und dann muss ich mich um die Personalanker kümmern, dass die eben auch alle laufen, sonst stehen meine Turbinen. Jo, wir sehen uns. Bis dann, ciao.